Leute, herzlich willkommen zur GPS Season Nummer 7, Spieltag Nummer 11 gegen den guten Mo aka Blacklink und seinem Team. Ich habe absolut keinen Schimmer mehr, wie das Team genau hieß. Irgendwas mit dem Voluminas auf jeden Fall. Ich weiß den Namen wirklich nicht mehr. Moment. Nose to Order, stimmt, das war der Name. Dieses Team besteht aus einem Giga-Cobaraja, einem Snibuna Milotic, einem Uhafnir, einem Weezing Galar, also einem Smogmog in der Galar-Form, einem Pampros, einem Raichu Alola, einem Alpollo, einem wundervollen Fruyal, einem Galoppa und einem Geotesto. Durchaus ein sehr, sehr starkes Team, wo ich aber tatsächlich sagen muss, ich sehr schnell gemerkt habe, dass er potenziell sehr stark auf vielleicht sogar wirklich 6 Pokémon beschränkt ist. Denn meine Prediction ist tatsächlich, und ich bin mir auch sehr sicher, dass er diesen Kader bringen wird, ist, dass er Cooperaja G-Max bringt, Snibuna, Milotic, Neuvern, Mudsdale und Weezing Galar tatsächlich bringt, weil er mit dieser Kombination eigentlich das meiste abdeckt in meinem Team und auch am besten abdeckt. Denn das Problem ist, so Fruyal macht nicht wirklich viel gegen mein Team, hat gegen viele Mons Probleme, Beispiel Weezing. Meine offensiven Mons sind schneller, sowas wie Durant ist halt in meinem Team gegen Necrozma, macht Fruyal jetzt auch nicht sonderlich super viel. Rapidash macht auch nicht super viel, hat durchaus Probleme zu breaken, wenn es kommt, dann eher in so einem Sonntag-Set auf jeden Fall, damit es da potenziell mal breaken kann. Und dann vielleicht auch mal einen Hit von Kaleo besser leben kann, aber ob es das kommt, weiß ich nicht, weil Sonntag würde mir auch wieder die Option geben, mit Necrozma, mit Morning Sun besser gegen zu heilen. Deshalb bin ich mir da noch unsicher, ob das so gemacht wird. Dann hat er auf jeden Fall noch Geotesto, wo ich sehr stark nicht mitrechne, weil, wie gesagt, Necrozma und Weezing in meinem Team sind und der nicht ganz so stark gegen die ist. Heißt natürlich nicht, dass er gar nicht kommen kann, aber sehe ich ein bisschen schwächer an. Raichu, Alola und Apollo. Apollo hat so das Problem, dass der tatsächlich erstens keinen Fokusstoß hat, das heißt, er hat nur Glieben, das heißt, wenn er mein Nachthaare verkrüppeln will, dann nur durch Trick oder halt Toxin. Und zum anderen hätte er auch noch die Option, mit Dazzling Gleam noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber es ist meistens nicht genug und Apollo hat tatsächlich auch nur 95 Base Speed, das heißt, der wäre langsamer als meine meisten, eigentlich jedes meiner schnelleren Mons. Die Beldra wäre schneller, Kaleo wäre schneller, Durant wäre schneller und auch Blitzer wäre schneller. Deshalb finde ich den auch nicht so stark. Raichu Alola dann schon eher. Der hat nämlich Zugriff auf eben sowas wie Fokusstoß, kann auch mal einen Abschlag gegen sowas wie Type 0 drücken. Psychic ist ziemlich nice gegen sowas wie das normale Weezing und mit Voltage kann es sich potenziell Momentum holen, also das sehe ich noch eher. Aber am ehesten sehe ich tatsächlich die ersten 6 genannten Mons. Cooperaja G-Max ist sehr nervig, weil er dann Heavy Slam Hazards rauskriegen kann, die ich tatsächlich nicht blockieren kann in irgendeiner Form durch Taunt oder sowas, weil die einfach mit dem G-Max-Move mit rausgeworfen werden. Sowas wie Knuddler gegen mein Flygen kann er spielen. Sein Headbutt wäre eine Möglichkeit, um Kaleo und Weezing abzudenken. Ich denke, das wird auch kommen. Heat Crash wäre tatsächlich nur noch eine Option wegen sowas wie Durant. Oder eben Superpower wäre noch eine Option, um damit Type 0 nochmal abzudecken. Da bin ich mir unsicher, was er von nehmen will, weil wenn er Superpower spielt, ja, könnte er Durant doch ganz gut noch treffen. Also Superpower wäre tatsächlich hier nochmal eine Möglichkeit. EQ natürlich auch, weil er sowas wie Blitzer nochmal effektiv treffen wird. Aber das dann, wie er das genau mitnimmt, weiß ich natürlich nicht. Also das sind so die Moves, die ich predikten würde. Snibuna wird relativ sicher kommen mit Knockoff, Icicle Crash, Psycho Cut und vielleicht Protect oder Ice Shot. Eins von denen und wahrscheinlich Life Orb, weil er den Move wechseln will. Und das ist wichtig für uns, dass er Life Orb spielt, weil er sich dadurch immer schön selber Chip-Damage macht und er jetzt nicht gerade Wish oder Healing Wish hat, um Weavile potenziell wieder fit zu kriegen. Milotic wird ziemlich sicher kommen, einfach weil das ein sehr guter Durant-Switch-In ist mit Recover Scald. Haze muss er eigentlich spielen und Toxic eigentlich auch, weil er ansonsten gegen viele meiner defensiven Pokémon verliert. Aber Milotic er prinzipiell eigentlich mitnehmen möchte, damit er Kaleo und Durant potenziell checken kann und Flygen auch. Neuvern ist so ein Mon, was er sehr gut mitnehmen kann, einfach weil Flying Spam gut gegen mich funktioniert. Also er könnte sogar so ein Set wie Roost, Hurricane, Superfang, Taunt bringen, wäre eine Möglichkeit. Das wäre noch so eine Option, dass er da Defog drauf hat oder auf Weezing Galar. Geht beides, ansonsten würden auch Hurricane, Draco, Flammenwurf, U-Turn gehen als ganz offensives Set. Wobei ich das Taunt, Hurricane, Superfang Set einen Ticken besser finde, weil es meine Defensive besser brechen kann. Und das wäre so das schlimmste Set, was auch kommen könnte. Deshalb, ich hoffe tatsächlich, dass er das nicht bringt. Aber man weiß es nicht. Mudsdale wird, denke ich, kommen als Rocker mit EQ, Toxic, CC, Rocks, vielleicht auch Rest Talk. Ich denke nicht, dass das so ein Rest Talk, Rocks, EQ-Set ist, wie Barry es mitgebracht hat, weil das komplett gegen Weezing verliert. Also wirklich komplett. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht
irgendwie sich was überlegt, was er mit dem Teil gegen Weezing machen kann, aber an und für sich hat er nicht wirklich was, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er nicht sowas wie CC im Set hat, sondern vielleicht Mono-EQ ist, da ich ja Weezing und Flygen habe. Gegen Weezing macht er sowieso nichts, deshalb einfach nur noch ein Briller spielt. Smackdown wäre andererseits noch eine Möglichkeit, weil er dadurch dann mein schwebendes Weezing erwischen würde und mich runterhauen würde und ich dann ein Problem hätte. Weil er dann durchaus die Möglichkeit hätte, mich mit einem EQ zu treffen. Und das wäre ziemlich bitter. Deshalb da auch wieder so ein bisschen die Hoffnung, dass er das vielleicht nicht mitnimmt. Da muss man dann auch scouten. Nimmt er das mit, nimmt er das nicht mit? Wie macht er das? Und zum Schluss noch so ein Weezing Galar mit so einer Barbiri-Beere eventuell im Flammenwurf und Rand rauszunehmen. T-Spikes wären darauf eine Möglichkeit. Taunt, Strange Steam, so Zeug, Pain Split. Sind alles verschiedene Möglichkeiten. Aber ich bin mir bei Mo nie ganz so sicher, wie er jetzt genau bildet. Weil zum Beispiel auch am letzten Spieltag hatte er ein Weezing Galar nur mit Strange Steam dabei. Welches eigentlich fast gar nichts gegen Roserade zum Beispiel machen konnte. Deshalb ich bin mir da unsicher, wo Mo seine Prioritäten legt. Ob er jetzt eher schaut, okay, ich hätte gerne HP Recovery und sowas wie Hazard Control lieber auf Weezing. Oder ob er lieber schaut, ich möchte lieber nicht wirklich, auch wenn ich defensiv bin, das Matchup gegen irgendwas verlieren. Da fällt es mir noch schwer, das einzuschätzen. Wir kommen mal dazu, was ich bisher so im Team habe. Es kann sich natürlich wieder alles ändern. Wir haben erstmal Necrozma dabei mit dem Photongeysier, Hitzewelle, Tarnstein und Moonlight. Ist jetzt, glaube ich, keine sonderliche Überraschung. Ich werde einmal kurz auf Morning Sun ändern, weil ich unsicher bin, ob Moonlight auch von der Sonne affektiert wird. Also, dass wir dann mehr Heilung haben. Wir haben die Cobra Berry gegen Weavile, damit wir gegen den potenziell drin bleiben können und Hitzewelle drücken können, damit wir gut Damage machen. Wir haben ein bisschen Speed Investment, damit halt einfach Speed Creeps gepunished werden, wir allgemein noch schneller als Milotic sind, was noch eine ganz wichtige, nice Sache wäre, weil Milotic doch durchaus Toxic einfach drücken kann und mich das doch durchaus nerven kann. Dann haben wir unser Weezing. Weezing ist auch dafür da, um neben Necrozma ein Monster zu sein, welches physisch defensiv einiges aushält, wie zum Beispiel von eben genannt Weavile, wobei Weavile eine ganz, ganz schwierige Situation ist, weil der jetzt Psycho-Cut bekommen hat und das echt kacke für mein Team ist. Ansonsten, um gegen sowas wie Copperajah dazustehen, das Set ist jetzt nicht das Optimalste für Copperajah, da bin ich noch am überlegen, ob ich da abende und vielleicht sogar auf Pain Split tatsächlich verzichte. Aber Painsplit ist mir eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Move und Taunt auch, genauso wie Willow und Sludge Bomb. Und da kommen wir jetzt nämlich in die große Problematik an. Und für sich hätte ich hier gern noch den Flammenwurf drauf. Einfach nur, damit ich das Copperajah-Matchup ein bisschen besser annehmen kann. Aber wenn er gewillowed ist, sehen wir da eigentlich nicht so schlecht aus. Taunt ist mir aber primär sehr wichtig, weil ihr seht es vielleicht, wir haben keine Hazard Removal dabei. Er hat aber durchaus einige Mons, die Hazards rauswerfen können. Also gegen Pampros brauchen wir auf jeden Fall Taunt. Und gegen... Wie heißt der Pappenheimer? Weezing Galar brauchen wir es auch, weil wir sind extra so gespeedcreept, dass wir eigentlich immer schneller sind und den dann taunten können und halt einfach schneller sind, ne? Und der dann defensiv nicht mehr viel machen kann. So, bin ich jetzt am überlegen, ob hier Willow wegmachen der Play ist. Eigentlich will ich nichts von diesen Angriffen wegmachen, ist das Problem. Bomb werden wir brauchen, damit wir neutral gegen alles ganz gut dastehen. Und uns da potenziell wieder hochreihen können. Mit Light Heiler ist halt so die Sache. Ich weiß halt nicht, ob ich zum Painsplitten gut komme. Deshalb glaube ich, werde ich hier einen Flammenwurf tatsächlich drüber packen. Das bedeutet, wir ändern hier einmal kurz so ein bisschen das Setting, weil ich habe gerne meine Angriffsattacken da oben, damit wir den Flammenwurf hier haben und den Will-O-Wisp da haben. Wir haben keine Recovery somit im Endeffekt, was ich nicht ganz so gut finde. Aber da müssen wir einfach mal gucken, ob wir damit vorankommen. Oder überlege ich mir jetzt spontan, dass wir gegen Copperajah gut genug dastehen, dass ich sage, wir brauchen keinen Flammenwurf und mit Painsplit und Willow, also Will-O-Wisp, kriegen wir das hin, aber auf Dauer gewinnen wir das auch nicht gegen Copperajah. Will-O-Wisp ist auf jeden Fall wichtiger für Copperajah. Taunt ist sehr, sehr wichtig, damit wir Galar-Weezing daran hindern, T-Spikes rauszulegen, weil das so ein bisschen eine Problematik mit sich bringen kann. Ja, ich glaube, das ist leider Gottes das optimale Set, was wir hier bringen können. Dann haben wir auf jeden Fall Umbreon dabei, welches Bedeff dabei ist und sehr viel Speed-Investment fährt, denn auch das Teil ist so ausgelegt, dass wir eigentlich gegen das defensive Matchup gegen beispielhaft Milotic immer gewinnen, dass wir den taunten, denn ich möchte nicht, dass mein Umbreon getoxic wird, denn dann stehe ich vor einem Problem. Denn ich brauche selber Toxic, damit ich das Milotic erwischen kann und rausnehmen kann. Fullplay ist noch so eine Sache. Die Angriffsattacke hätte ich einfach noch gerne, um potenziell Mons einfach angreifen zu können. Das war mir relativ wichtig. Ansonsten wäre da zum Beispiel tatsächlich sogar auch Heal-Bell eine Option gewesen. Aber weil eben so Mons wie Neuwan existieren, die ich mit dem chippen möchte. Und wenn der mich tauntet, ich dann nichts mehr gegen den machen kann.
Und das möchte ich einfach nicht. Und der ist primär dafür da, auch Neuwand abzufangen, aber auch in sowas wie Milotic potenziell reinzukommen. Ist auch eine Möglichkeit, wenn ich weiß, okay, da wird jetzt ziemlich sicher nicht Toxic drücken. Wobei man da auch gucken muss, dass das nicht passiert. Klar, er kann natürlich Flame Op spielen, das ist so die Sache, aber mit dem Taunt-Set sollten wir das 1v1 meistens gewinnen. Wir haben halt nur 8-mal Moonlight. Also wir sind relativ durchaus defensiv. Ja, was heißt relativ durchaus, ist auch wieder so ein schöner deutscher Satz. Wir sind durchaus defensiv aufgestellt. Einfach weil das große, grundlegende Problem ist, ich muss eigentlich ab jetzt so spielen, dass ich hohe Differenzen erziele. Also das bedeutet, dass ich viele Differenzpunkte dazu bekommen kann. Weil Flo hat an diesem Punkt jetzt schon echt viele Differenzpunkte. Und ich muss da eigentlich drauf hinausspielen, dass ich auch gute Differenzpunkte habe. Dass, wenn wir gleich sind, ich vielleicht überholen kann noch. Chancen dazu ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Type 0 ist auf jeden Fall auch nochmal da mit Fassade, U-Turn, Rest Talk. Damit wir nochmalig Neuwand checken können, Milotic checken können, Weezing eigentlich checken können, weil die allesamt nicht wirklich viel gegen mich machen. Ich habe das Type 0 auch so gespeedcreept, dass wir, wenn das Weezing nur einen Punkt in Speed hat, um einen Punkt nochmal schneller sind. Mehr habe ich nicht gemacht, damit wir potenziell gegen den Taunt-User gewinnen. Problem ist, ich hatte hier anfangs auch SD drauf, statt U-Turn. Aber damit gewinnen wir nicht wirklich gegen Corporagia. Das Matchup gegen Pampros könnte sich halt schwierig erweisen. Wobei ich mir jetzt wieder überlege, aber dann verliere ich im Prinzip mit diesem Set gegen Milotic. Was heißt, ich verliere, ich komme halt rein, gehe auf U-Turn und gehe wieder raus. Ist an und für sich nicht ganz so schlimm, aber ich komme, glaube ich, zu der U-Turn-SD-Problematik später nochmal zurück. Ansonsten sind wir so ausgelegt, dass wir halt in Specs Neuwand noch ganz gut reinkommen, weil das potenziell unser Umbreon nicht ganz so gut kann. Weil tatsächlich Type 0 ein bisschen tankiger ist als unser Umbreon. Wir kommen hier nur auf 180 in der Spidef. Dafür haben wir 201 HP, da kommen wir auf 199 in HP, das ist schon ziemlich viel. Und dank des Evoliten kommen wir hier sogar auf 240 Speedep. Und ich habe gerne eine Rückversicherung immer dabei. Gerade jetzt hier auch bei Weezing, der ja nicht wirklich eine Recovery hat. Dann haben wir Kaldio dabei. In einer Subtoxic-Variante, ansonsten mit Secret Sword und, ich wollte das umändern, Surfer. Nee, ich glaube sogar Scald ist hier auf dem Set besser. Ja, wobei, potenziell verbrennen wir dann Milotic und das ist ja das, was ich nicht möchte. Dann ist wahrscheinlich... Ja doch, ich denke, Scald passt so. Dann chippen wir den nämlich langsam aber sicher runter, wenn er gerade nicht, wenn er Flame Orb ist. Also, ne, Toxin funktioniert natürlich nur, wenn Flame Orb Milotic nicht existent ist. Wenn er halt jetzt nicht wirklich irgendwie Investment auf irgendwas hat und dann so ein Fassade-Milotic-Set bringt, können wir eigentlich auch immer den Sub behalten und gewinnen das Matchup eigentlich immer ganz gut. Ich bin sogar am Überlegen, ob hier ein Core-Mind der Play ist. Das Problem ist halt, er hat durchaus die Möglichkeit, ein Dings-Set zu fahren, ein Haze-Set zu fahren. Die Sache ist aber die, wenn wir hinter den Sub gehen und Core-Mind drücken, muss er ja erstmal angreifen, dann kriegen wir ein Secret-Sword raus. Ich kalk einmal ganz kurz. Okay, ich habe mir das jetzt angeschaut und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, lieber Aura-Sphäre auf Kaldio zu packen. Aus dem auch relativ simplen Grund, dass er tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eher ein First-Def-Milotic fahren wird. Weil eben Durant existiert und durchaus öfters eher in physische Verteidigung das Milotic bedroht wird. Und ich deshalb hier ein spezielles Kaldio fahren möchte und ich werde tatsächlich Toxic wegpacken und ein Core-Mindset draus machen. Denn ich glaube tatsächlich, wir machen damit mehr Druck auf sein Team allgemein. Und das Subset wird relativ gut funktionieren, einfach weil wir in Pampros sowas sehr einfach reinkommen. Wir ein Sub aufsetzen können, dann oft in Ruhe erstmal ein Siedewasser drücken können und so Zeug. Plus... wenn Weezing Galar halt kommt, ne, und wir einen Spidef Boost haben, dann, Moment, und wenn dann Weezing kommt, haben wir potenziell tatsächlich schon die Chance, wenn wir auf vielleicht plus 2 kommen, den einfach, wenn er für Steph Weezing ist, ihn rauszunehmen. Er wird wahrscheinlich eher Spidef sein, aber das erfahren wir dann, dass wir dagegen auch nochmal einen Ticken besser dastehen, das ist auch ganz nett. Ob das jetzt das optimale Kaldio Set ist, weiß ich gar nicht. Und zum Schluss haben wir noch Blitzer dabei. Blitzer in einer ganz interessanten Variante mit Donnerblitz, Toxic, Wish und Protect. So, das hat den tatsächlich sehr simplen Grund, dass wir eigentlich nur Donnerblitz zum Angreifen brauchen. Wir haben nicht wirklich ein Set, mit dem ich irgendwie gegen Pampros effektiv was mache, außer Raindance Weatherball. Problem, Raindance macht Necrozma und Nachtara quasi kaputt und das darf ich nicht zulassen. Das bedeutet, im Endeffekt kann ich Pampros effektiv nur mit Toxic rausnehmen.
Und ansonsten, Bettenpest lohnt sich auch nicht wirklich, meiner Meinung nach. Mit Toxic Protect kann ich das Pampros besser stallen. Mit Wish kommen wir natürlich besser raus. So, und jetzt kommen wir zum großen, großen Problem an diesem ganzen Team, weshalb ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich das genauso behalten möchte, wie es da steht. Ansonsten, um kurz noch Jolteon zu Ende mitzumachen, das habe ich gerade komplett ignoriert. Wir sind einfach schneller als Nibuna und ansonsten Max Special Attack und sind quasi Speed Control in diesem Team, weil wir keinen Scarfer dabei haben, dass wir einfach schneller sind als alles und potenziell auch durchaus alles two-shotten können, was sehr, sehr nice ist, was halt nicht Pampros ist. Oder das G-Max Corporaja. So, das Problem an diesem Team ist, er hat T-Spikes potenziell, die er mitnehmen kann, er hat Rocks, die er mitnehmen kann und er hat Stahl-Hazards, die er mitnehmen kann. Das heißt, meine Defensive bröckelt relativ fix, wenn er diese Hazards rausbekommt. So, Problemstellung Nummer 1. Wenn ich natürlich Toxic auf Pampros bekomme, ist nice, Toxic auf Pampros, immer gut. Dann kriegt er aber Tarnsteine raus, die kann ich nicht mehr wegmachen. So, gegen Weezing Galar sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, aber kriegt auch potenziell sehr einfach T-Spikes gegen mich raus. So, nächste Problematik. Wenn er sein Corporage draußen hat, kann er meistens relativ for free tatsächlich auf seinen G-Max Steel Move gehen. Und er kriegt seine Hazards raus. Und das ist ein Problem. Problem? Flygen ist kacke in dem Matchup. Also Neuwan ist schneller und nimmt den raus. Snibunna ist natürlich schneller und nimmt den raus. Gescarft bringt mir Flygen auch relativ wenig, weil Weezing Galar den komplett blockt. Also wirklich komplett blockt. Das Beste, was ich gegen den actually machen kann, ist Boom Burst drücken. Und das ist auch nicht wirklich optimal. Wir können mal gucken, was ich hier noch so in Planung hatte. Moment. Wir haben hier nämlich einmal noch, wir haben hier einmal noch ein Hubbanberry Flygen, was ich mir überlegt habe, als Lore für das Flygen, nicht das Flygen, das Neuwan. Oder halt noch Rillaboom, aber Rillaboom bringt mir im Endeffekt relativ wenig. Deshalb eigentlich wäre nur noch dieses Flygen-Set eine Option, wo man eventuell überlegen könnte, ob man Draco rausnimmt und Boomburst reinholt. Aber wir machen halt effektiv wenig mit diesem Flygen. Wir fangen speziell nochmal einiges ab. Wir könnten natürlich Roost rauspacken, aber dann haben wir keine Recovery mehr. Hätten aber dafür wenigstens so die gewisse Art an Control. Problem ist, dann müsste ich irgendeins meiner Mons rauswerfen, was wahrscheinlich Type 0 wäre oder mein Umbreon wäre. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun möchte. Denn Umbreon ist an und für sich sehr, sehr nice für eben so Sachen wie Milotic mit dem Taunt. Für so Sachen wie, wie heißt da unser Freund, na, Amigo, Type 0, nicht Type 0. Für so Sachen wie, was ist noch speziell unterwegs? Moment, ich schaue nochmal kurz nach, speziell ist noch unterwegs. Raichu Alola, falls es kommt, Apollo, falls es kommt. Klar, das kann Type 0 durchaus auch mitchecken. Aber halt nicht komplett ist so die Sache. Und da bin ich halt jetzt am Überlegen, was wäre das Optimalste, was man dagegen machen kann. Wenn Flygen mitkommt. Weil wenn Flygen mitkommt, muss der Defog haben. Eigentlich muss er auch die Anti-Drachenbeere haben mit einem Drachenangriff. Das heißt, was man hier überlegen könnte, wäre halt daraus Boomburst zu machen. Damit wir einfach nochmal eine gute Attacke haben gegen das gute alte Weezing Galar. Und dann wäre so das Set, was am Ende da stehen würde. Problem, da kommt halt immer for free das Milotic rein. Deshalb ist halt die Überlegung, ob es sinnvoll wäre, gegen Milotic einfach Type 0 reinzuschicken immer wieder, U-Turn zu klicken und wieder rauszugehen. Weil das wäre so die Überlegung, dass man Flygen hier nimmt und dafür tatsächlich Umbreon rauspackt. Weil Umbreon eben das Mon ist, was sehr schnell passiv werden kann, beziehungsweise halt wirklich nur mit Taunt Toxic zum Großteil arbeitet, was nichts gegen Weezing Galar macht, ähnlich wie Flygen. Wobei Flygen halt nochmal den Vorteil hat, dass der Corporaja gut hitten kann. Dank dem Spidef Investment könnten wir auch einiges nochmal tanken, aber das bringt uns auch wieder weniger. Das heißt, ich würde das Flygen eher offensiv auslegen und würde tatsächlich auf einen Rillaboom Creep gehen. Moment. Und dann würde ich quasi dieses Flygen hier spielen. Draco, Earth Power, Boomburst, Defog mit der Hubbanberry, weil der potenziell nochmal Neuwan rausnehmen kann. Und Neuwan ist so die Sache, das ist halt so das Mon, was ich gerne noch mit rausnehmen würde. Ob ich das auch hinbekomme, ist die andere Frage. Andererseits ist auch gerade meine Überlegung, ob hier ein physisches Flygen besser wäre, weil wir dann mit Iron Tail wenigstens noch das Weezing Galar angreifen könnten. Das ist noch so mein Gedanke. Gegen Milotic machen wir halt trotzdem allgemein relativ wenig. Gegen Weavile machen wir sowieso nichts, also da wird der einfach rausgenommen. Und das ist halt einfach, der ist halt eine komplette Einladung für Weavile reinzukommen. Aber ich glaube, wir brauchen diese Hazard Control einfach, ist so die Sache.
Spezielles Flygon würde uns nochmal den Vorteil bieten, dass wir ein bisschen besser gegen Pampros dastehen. Boomburst können wir eigentlich durchaus auch drücken. Es ist super schwierig, also entweder der oder Umbreon. Umbreon gibt mir nochmal die Möglichkeit, gegen Weavile in der Runde dazustehen. Aber ich habe halt super wenig gegen Weavile. Wir könnten noch überlegen, ob es sinnvoll wäre, ein physisches draus zu machen und dann irgendwie noch First Impression drauf zu packen. Auch wenn wir dann Weezingalar wieder nicht touchen können. Aber dann hätten wir wenigstens die Option, den nochmal gut anzugreifen. Aber der hat halt trotzdem potenziell Eyeshot und kann es einfach rausnehmen. Jetzt, das ist halt so, es ist einfach ein riesengroßes Problem. Oder ob wir den vielleicht zu einem Scarfer eventuell machen und dann Scarf Defog auspacken, aber ich mache halt mit Flygon echt wenig gegen Pampros, super wenig gegen Weezingalar. Milotic ist ein Riesenproblem, das sind drei Mons, Weavile ist ein Riesenmon. Und die einzigen zwei, die ich abdecken würde, wäre Cooperaja und Neuvern. Und das auch nur dank der Antibeere oder wenn ich ihn halt scarfe durch den Scarf. Kann er sich natürlich auch erschnüffeln, wenn er Schnüffler spielt. Ich weiß nicht, ob er den Schwebe durchspielt oder das andere. Das ist auch nochmal so ein Problem, dass ich das nicht weiß. Und da würde Umbreon mir auch nochmal Deckung geben. Wenn er allerdings halt diese drei Lagen an Hazards rausbekommt, dann stehe ich vor einem ganz, ganz großen Problem. Weil die kriege ich nicht gescheit weg. Das sage ich, wie es ist. Die kriege ich einfach nicht. Die kriege ich, wenn ich Flygon nicht dabei habe, die kriege ich nicht weg. Und selbst wenn ich Flygon dabei habe, gegen die drei, die Hazards rauswerfen, kann ich den ja auch nicht mehr reinschicken. Weil der gewinnt gegen die eigentlich nicht wirklich. Wenn der Restock Pampros ist, gewinne ich gegen den nicht. Wenn er, weiß ich nicht, Toxic EQ fährt. Toxic Smack, er könnte auch einfach Smackdown EQ Restock Pampros sein. Und ich gewinne gegen den nicht. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich mein Team jetzt nicht direkt nach Hazards schreit, also dass man die unbedingt spielen möchte, außer T-Spikes. Weil ich nicht so viele Mons habe, die richtig anfällig gegen Rocks sind. Die Stahl-Hazards sind halt natürlich nervig. Gut, jetzt gegen das, was ich dabei habe, nicht unbedingt, weil vieles das resistet. Aber das ist einfach ein grundlegendes Problem. Ich glaube, dieses Flygon wird nicht mitkommen. Einfach, weil ich den gegen zu viel strugglen sehe. Umbreon hat den Vorteil, der kann Taunt Toxic. Hält damit viel zurück. Klar, Weezingalar kommt da gefühlt for free rein. Und wir haben halt leider keinen Bettenpass drauf. Aber ich will den Foreplay für Neuvern haben. Von Weavile leben wir auf jeden Fall nochmal einen Move. Das heißt, den können wir potenziell nochmal foreplayen. Das macht auch nochmal ganz gut Chip-Damage, weil Flygon Drop gegen Weavile einfach. Gegen Mudsdale können wir tatsächlich potenziell das Matchup gewinnen. Potenziell mit Taunt, Toxic, aber auch nicht zwingend. Wenn der CC hat, ist der schon wieder ein Problem. Also, ich dachte am Anfang, hey, ist ja mega geil, diese sechs Mons sehen so aus, als müsste er die eigentlich mitnehmen, weil alles andere nicht ganz so krass aussieht. Aber dann habe ich gemerkt, diese sechs Mons geben mir super, super, super viele Probleme. Das heißt, ich bin jetzt echt in einem richtig großen Struggle drin, weil ich mir unsicher bin, ob ich das jetzt so lassen will. Aber ich glaube, ich muss das Team so lassen und hoffen, dass das funktioniert. Weil, klar, wir haben immer noch den Punkt, Blitzer ist schneller als alles, außer der Scarfer. Das heißt, Blitzer kann im Prinzip alles, was nicht Mudsdale ist, besiegen. Mudsdale kriege ich mit Weezing super gut gehandelt, außer er spielt Smackdown. Wenn er Smackdown spielt, dann wird wahrscheinlich nach Tara das Matchup gewinnen. Wenn er Smackdown und CC spielt, wird er auch noch EQ und Rocks haben wollen. Er hat keine Recovery, passt für mich, dann dürfte sogar Type 0 das potenziell gewinnen. Wobei Type 0 halt jetzt auch nicht so eine Maschine ist, aber ne. Der ist schon sehr, sehr nice. Gerade mit U-Turn, ich glaube, ich werde auch bei U-Turn bleiben. Einfach, weil ich mir damit immer wieder Momentum holen kann. Dann kann ich in mein Jolteon gehen, wo ich tatsächlich jetzt wieder am Überlegen bin, ob Sub-Jolteon vielleicht sogar ein Thing wäre. Dass ich den Sub da drauf packe. Neuwand ist ja nicht schneller. Aber dass ich potenziell für einen Wechsel einfach einen Sub da habe und dann halt Sub Protect Toxic T-Bolt habe. Damit chippe ich mich nur halt selber und bringe mich schneller in Ice Shard Range. Das ist so das Problem. Ob es das jetzt ist, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich halt gegen alle Mons zwei Attacken immer rausbekommen. Aber der Punkt ist halt, der Type 0 kommt in sowas wie Milotic und Neuvern rein. Die können, zum einen Neuvern kann selber U-Turn, zum anderen Milotic hat eigentlich keine Möglichkeit, da klicke ich immer for free U-Turn und krieg eigentlich Jolteon rein. Und dann geht's eigentlich schon die Frage, drückst du T-Bow, drückst du Wish, drückst du Toxic. Der Wish ist halt noch der Vorteil, dass ich den weiter passen kann. Das heißt, irgendeins meiner Mons kriegt nochmal 72 HP zurück und das ist actually sehr nice, denn der Switch-In ist halt eben Mudsdale und da kann ich Weezing reindonnern. Weezing hat jetzt auch nicht so einen Riesenbatzen an KP, das heißt, der kriegt, ja, 40% circa an Recovery und das nehme ich halt tatsächlich auch mit.
Vor allem, da wir jetzt halt eben keine mehr haben. Ja, ich glaube, ich bleibe bei diesem Punkt. Also das, was wir jetzt verändert haben, ist, dass wir jetzt Aurasphäre noch auf unserem Keldeo haben. Eine Attacke, die immer trifft, wo. Und auf Type 0 haben wir jetzt Fassade, nicht Fassade, sondern U-Turn statt des I. Wenn er halt kein Haze Melotic dabei hat, dann gewinnt Keldeo automatisch gegen das Teil. Wenn er auch kein Schwebe durch Neuwand dabei hat, dann sieht das auch sehr nice aus, weil wir dann sehr leicht Chip auf Neuwand bekommen. Und Chip ist immer eine gute Sache, gerade wenn er keine Recovery spielt. Und da ist halt das grundlegende Problem. Ich weiß nicht genau, welches Set er fahren kann, weil zum Beispiel Specs und Defensiveres, beziehungsweise halt Roost Taunt, Neuwand sehe ich eher, würde ich spielen. Ich weiß nicht, ob Mo so ein Spieler dafür wäre. Ich glaube, er hat das bisher noch nicht gemacht. Rocks sind ein wichtiges, eine richtig gute Sache, weil die ihn einfach auch enorm pressuren. Die müssen wir möglichst früh rausbekommen. Da ist auch die Frage, bringt er dann Boots Neuwand? Wenn er das Defog-Set ist, dann würde er das ziemlich sicher mit Neuwand machen. Ansonsten, er hat Gott sei Dank nur zwei sinnvolle Mons, die Defog können und einen Spinner, aber den Spinner sehe ich nicht. Das heißt, wenn er mich mit Hazards zubombt, muss er abwägen, wie schlimm sind für ihn die Rocks und wie viele Hazards hat er auf meiner Seite, dass es sich für ihn lohnt. Poison auf Neuwand, auf Necrozma wäre eine Katastrophe und auf Umbreon. Deshalb wird das Early Game bzw. das Poison Game, wenn es da ist, relativ viel mit Weezing und Type 0 gespielt werden. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich nicht sogar hier ein Heal-Bell draufpacke auf meinem Jolteon, damit das funktioniert. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob ich vielleicht Wish deshalb wieder wegpacke und lieber eine Heal-Bell habe, damit die alle wieder befreit von dem ganzen Rotz sind. Aber wenn halt T-Spikes liegen, kriege ich die nicht weg. Das ist so das Problem. Deshalb ist es fast sinnvoller, den mit Wish wegzuwählen. Also, ich habe durchaus gestruggelt im Teambuilding. Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ich werde durchaus Doubles ziehen müssen wahrscheinlich. Er wird durchaus dazu kommen, seine T-Spikes rauszulegen. Und das ist so das, was mich stört. Hätten wir hier Neutralizing Gas, wäre es auch nicht weiter schlimm, weil dann könnten wir das entfernen. Gerade sowas wie Corparage hätte dann nicht mehr sowas wie Heavy Metal oder Sheer Force, wenn er das sogar spielen möchte, kann er auch machen. Deshalb Corparage ist auch ein großes Problem, den kann ich auch nicht optimal checken. Also, ich dachte am Anfang, das Matchup ist nicht so schlecht, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist das momentan tatsächlich mit am schlimmsten zum Bauen gewesen. Hatte so vom Gefühl her einfach, weil ich mir unsicher bin, kriege ich das hin, da durch, nicht mal, ob ich da durchbreche, sondern kriege ich das hin, die Angriffskraft von Corparage Weavile zu handeln, weil das ist wirklich ein großes Problem. Ich krieg die nämlich mal, glaube ich, mit meiner Defensive super schwer gehandelt, aber ich muss es versuchen. Ich muss es irgendwie versuchen und hoffen, dass das funktioniert. Ob es funktionieren wird, ist natürlich die andere Sache. Wir haben zwei offensive Mons, die ihn wirklich sehr stark pressuren. Gerade Jolteon ist sehr, sehr nice, aber Pampros ist halt da müssen wir gucken, dass wir Doubles ziehen und es wird ein sehr, sehr, sehr schwerer Kampf, weil ich einfach auch viel mit Taunt Toxic auf Mons setzen muss, damit ich Milotic potenziell handeln kann. Ansonsten kriege ich den schwer runtergechippt. Beziehungsweise momentan bin ich wieder am Überlegen, ob hier Baton Pass Heal-Bell eine Möglichkeit wäre, aber dann kriegt Pampros wieder gegen mich Rocks raus. Weezingalar kann das potenziell auch machen, wobei gegen Weezingalar bleibe ich eigentlich nicht drin. Eigentlich bleibe ich gegen Weezingalar nicht drin. Also könnte man vielleicht doch den mehr ins Bedeff packen. Und dann mit einem Slow Baton Pass wieder die Möglichkeit suchen, in unser Jolteon zu gehen. Das heißt, die Möglichkeit wäre hier Heal-Bell. Und was wollte ich packen? Drauf packen Baton Pass, damit wir Momentum haben und das dann reinschicken. Ist es das, was ich haben möchte? Ist es dieses Momentum, was ich brauche, um diesen Kampf zu gewinnen, damit es für mich besser aussieht? Weil mit Momentum arbeiten wäre natürlich eine super sweete Sache. Ich glaube tatsächlich ja. Aber ich frage mich gerade, ob Heal-Bell das ist, was ich brauche. Auf dem Set wahrscheinlich schon. Andererseits wäre hier auch Taunt wieder eine Möglichkeit. Weil mit einem Fast Taunt, beziehungsweise mit einem Slow Taunt würde hier auch funktionieren gegen Milotic. Wir müssen nur schneller als Galar Weezing sein. Das bedeutet, wir pumpen dir jetzt. Haha, okay. Damit glaube ich, bin ich mehr zufrieden. Das heißt, wir verzichten tatsächlich auf Toxic hier. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Pumpen dir nochmal 4 in Death, aber du bist primär dazu da, Neuwand zu checken. Deshalb ich Kalk nochmal kurz. So, das ist jetzt das Set, was wir hier haben. Damit kann uns ein Hurricane nicht two-shotten von Neuwand. Wir haben sowieso noch die Citrus Berry auch noch. Haben noch ein bisschen mehr Death. Dann tanken wir Rewild noch ein bisschen besser. Also, ich glaube, das ist ein besseres Umbreon-Set. Ich hoffe.
ich unterschätze jetzt damit nicht das Milotic. Das ist so meine große Angst, dass ich jetzt gegen Milotic nicht mehr ganz so gut dastehe. Aber ich glaube, wir sollten jetzt das Milotic dank den ganzen Taunt-Usern, also auch Slow Taunt funktioniert ja, weil er einfach nicht recovern kann, sollten wir den eigentlich gehandelt bekommen. Es ist natürlich noch die Überlegung, ob hier noch immer die U-Turn sinnvoll ist, ja oder nein. Ich denke aber schon, weil wir damit langsam im Momentum in unser Jolteon kommen. Der hat Wish Protect, das heißt, er kann sich potenziell sogar gegenheilen, glaube ich. Wir können uns tatsächlich sogar gegen Milotic gegen Wish Protecten. Das heißt, der würde sich mit dem Flame Orb erstmal runterticken lassen und so Zeug. Und dann können wir mit T-Bolt angreifen, also würde das halt auch funktionieren. Das sollte jetzt so, denke ich, gut passen. Ich denke, das Set funktioniert tatsächlich so. Ich bin gespannt, wie der Kampf morgen ausgeht, ob das jetzt so das Team ist, was funktionieren wird oder nicht. Ich bin echt gespannt. Ich habe super viel wieder umgebaut, beziehungsweise sehr viel nachgedacht. Deshalb sind auch so Teambuildings super wichtig. Ich glaube, das ist auch jetzt momentan das längste Teambuilding, was ich bisher aufgenommen habe. Waren zwar viele Cuts drin, aber hey, wir gehen nochmal einmal ganz kurz drüber, damit man jetzt das Endresultat kurz sieht. Wir haben eine Crossman mit Photon Geysir, Heatwave, Rocks und Morning Sun, physisch defensiv. Weezing mit Sludge Bomb, Flamethrower, Taunt und Will-O-Wisp, physisch defensiv. Nachtara mit Fullplay, Taunt, Baton Pass, Moonlight, speziell defensiv. Type 0 mit Fassade, U-Turn, Rest, Sleep Talk, speziell defensiv. Kaldew mit Leftovers, Aura Sphäre, Scald, Core Mind, Sub als Bulky Special Sweeper bzw. Setupper. Und Jolteon als unsere Speed Control mit T-Bolt, Toxic, Wish und Protect. Naja, prima trotzdem dafür da, T-Bolt zu drücken, auch wenn es nicht zwingend danach aussieht. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Kampf morgen. Ja, im Übrigen, Flygen und Durant kommen heute nicht mit. Das bedeutet, ich habe meine Streak gebrochen. Die Crossman und Kaldew sind bisher dann somit die einzigen Mons, die jetzt wirklich jeden Spieltag bisher dabei waren. Es tut mir ein bisschen weh, aber es ist so. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spieltag, also morgen. Bis dann und ciao.